Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman 2. Das dritte, glaube ich, Elusive Target ist da. Die Gutachterin, schauen wir direkt mal rein, würde ich sagen. Auf der Isle of Scale ist das. Jo, finde ich nicht so geil. Schwieriger Level. Good evening, 47. Your target is Miranda Jameson, famous art appraiser and director at the Gorka Institute in Barcelona. Mrs. Jameson is one of the key drivers of the extensive price fixing that takes place in the art world. Her callous approach to the fine arts business has destroyed countless galleries and resulted in the suicides of several artists ruined by her actions. 2 weeks ago, Jameson hired a gang of thieves to steal a valuable painting from a former client. Jameson aims to impress adventurer Blake Nathaniel with the stolen artwork. But the owner has discovered her involvement and hired the ICA to retire her and retrieve her personal notebook. The client wants Jameson eliminated before the artwork is revealed, so time is of the essence. Good luck, 47. No, okay. Also wir sollen das Notizbuch klauen und sie eliminieren. Ich habe jetzt erstmal so keine Schwäche bei ihr im Trailer erkennen können. Billy Karbach hat mir gesagt, man kann sie einfach mit einer Quietscheente in die Luft sprengen und das wäre unglaublich unauffällig. Schauen wir mal. Also, wir schauen mal. Beschaffen Sie Miranda Jamisons Notizbuch mit Infos über die Kunstkäufe und Vorlieben von Mitgliedern der Art-Gesellschaft. Im Trailer hat man gesehen, ne, das war in Paris im Palais de... keine Ahnung, da oben im Auktionsraum auf jeden Fall. Das Paris aus dem ersten Teil. Und natürlich werde ich vorlesen. Miranda Jameson, geborene Parker, wuchs in England auf und entwickelte schon früh einen Hang zur Kunst. Dank ihres offensichtlichen Talents und harter Arbeit wurde sie an der Cambridge University aufgenommen, wo sie mehrere Abschlüsse in Betriebswirtschaftslehre und Kunstgeschichte erlangte. Danach arbeitete Jameson für mehrere prestigeträchtige Museen und wurde als Junior-Gutachterin bei einem der größten amerikanischen Auktionshäuser ausgebildet. Dort traf sie dann auch den höchst angesehenen Kunstkritiker Alistair Jameson, der sie unter seine Fittiche nahm und ihre weitere berufliche Ausbildung vorantrieb. Das Paar begann schließlich eine Liebesbeziehung und trotz des beträchtlichen Altersunterschiedes heiratete Miranda mit 28 den 62-jährigen Alistair. Miranda wurde am Ende sogar die Vorgesetzte ihres Gatten und entwickelte einen legendären Sinn für den Wert von Kunstschätzen, was ihr den Respekt weiter Teile ihrer Kollegen einbrachte. Wow. Mit 36 verwitwete Miranda, doch auf der Beerdigung ihres Mannes trat eine Gruppe von Männern an sie heran, die ihr erklärten, der Verstorbene sei an einem sehr komplexen System von Preisabsprachen beteiligt gewesen. Die Gruppe bot ihr seine ehemalige Rolle und damit Zugang zu den berühmtesten Kunstwerken der bekanntesten Museen an. Nach reiflicher Überlegung willigte sie ein. Entschuldigung, von da an kam der Stein sehr schnell ins Rollen. Jameson begann, die Methoden zur Preisabsprache sowohl für Galerien als auch für Auktionshäuser zu modernisieren und führte mehrere neue Praktiken ein, um Galeriepreise geheim zu halten und zugleich die Werke einer großen Gruppe von Künstlern über Nacht wertlos zu machen. Die Folgen dieser berüchtigten scharlachroten Phase waren katastrophal für Künstler und kleinere Sammler, die ihre Vermögen verloren und sich in einigen Fällen sogar das Leben nahmen. Anfangs wurde Miranda noch von größeren Sammlern kritisiert, doch als der Wert der verbliebenen Werke zu steigen begann, sahen auch diese ein, dass Mirandas Vorgehen rein geschäftlich Sinn ergab. Innerhalb von gerade einmal 5 Jahren wurde Miranda Jameson nicht nur ein Mitglied der weltweiten Kunstkenner-Elite, sondern auch in die geheimnisvolle Art-Gesellschaft aufgenommen. Inzwischen leitet sie das größte Preisabsprachekartell der Welt und ist dementsprechend angefangen bei Geldwäsche über Steuerbetrug an allen verwandten Geschäftsfeldern beteiligt. Jetzt will Jameson ihren Einfluss in die absolute Elite ausdehnen. Um dies zu erreichen, hat sie ein Gemälde von Randall Price, einem ihrer ehemaligen Klienten, gestohlen. Price wollte es nur für einen Preis von 100 Millionen US-Dollar verkaufen, ein derart aberwitziger Preis, dass nicht einmal Jameson bereit war, ihn zu entrichten. Nun hat sie vor das Gemälde der Art-Gesellschaft im Namen des berühmten Abenteurers Blake Nathaniel zu spenden, in der Hoffnung, dass dieser ihr dann seine ultrareichen Kontakte vorstellt.
Aha, also könnten wir uns vielleicht als Blake verkleiden. Was nehmen wir denn mit? Wo starten wir? Also ich schätze mal, in der Galerie irgendwo wird sie sich aufhalten. Ich werde mich als Architekt verkleiden, weil das einfach mir den besten Zugang hier erlaubt. Felshaken, ach ja, richtig. Es gab ja neue Dinge. Die Polarwerkzeugkiste, einfach ein Koffer. Der Felshaken hier als Nahkampf und das Express-Set als Guillotinenersatz. Guillotine? Nee, Guillotine stimmt nicht. Garrotte. So, wir werden einen Dietrich mitnehmen, denke ich. Was nehmen wir denn noch mit? Ein paar Münzen könnten nichts schaden. Ich bin ja immer so ein bisschen für tödliches Gift, ehrlich gesagt. Die Ente lasse ich mal erstmal noch zu Hause. Wir schmuggeln uns lieber oben in den Schauraum. Noch eine Spritze mit tödlichem Gift. Ja, da müssen wir uns erstmal ein bisschen umschauen, würde ich sagen. Ja, okay. Welcome to the Isle of Scale 47. Dankeschön. Miranda Jameson has been sighted on the island, but her exact whereabouts are unknown. We do know she's not carrying her notebook around with her, oh. So look out for both. Happy hunting. Sie hat das nicht dabei. Das ist ja mal tatsächlich ein bisschen blöd sogar. Okay, schon wurden wir von der Kamera gefilmt. Noch eine. Noch eine. So, ich dachte, die von drin machen da mal auf. Scheinbar nicht. Ja, dachte ich auch. Die Wachleute von da drin, damit ich an die Kamera rankomme. So, das versuchen wir nochmal schön. Okay, das hat einer von denen gehört. Vielleicht auch nicht. This day is really not okay, also da kommen wir erstmal nicht ran. Dann müssen wir das anders machen, ist auch kein Problem. Hi. So, das hier nehmen wir mit. Das hier nehmen wir mal raus. Den Koffer lasse ich erstmal hier liegen. Sophia the Schemer. What's she up to this time? You know that Kronstadt designer in charge of the brain upload program? Sure. What did he do? I don't know. But he's real interested in this invention of his. Something called kill switch. Kill switch? Der sieht, der Typ da hinten an der Kiste sieht uns. Nee. Nicht von da aus. Ach, der sieht uns da. Gibt's ja nicht. Dann machen wir das Ganze nochmal. Interessant.
Welcome to the Isle of Scale, 47. Miranda Jameson has been sighted on the island, but her exact whereabouts are unknown. We do know she's not carrying her notebook around with her, so look out for both. Happy hunting. Zoe and me, we're searching for the Valley of the Wendigo when our chopper goes down around in a wolf's den. Right between the... Das war falsch. So, wir nehmen uns erstmal die Spritze auf jeden Fall mit. Und dann schauen wir mal, ob der Typ da irgendwann auch mal weggeht. Oder ob der immer da steht. Ja, der scheint jetzt da zu wohnen. Okay, die wollen uns also möglichst den Zugang zu den Kameradingsies verwehren. Ist in Ordnung. Damit komme ich erstmal klar. So, wo ist denn Blake Nathaniel? Darf ich hier durch? Ja, cool. So, da unten ist Blake Nathaniel. Und wo der ist, wird sie ja vielleicht auch nicht so weit sein. Da wird gerade geputzt. Okay, also der Level hier ist ein bisschen umdekoriert worden. Nee, ist in Ordnung. Ich will da auch gar nicht rein. Hier auch nicht. Ich kann ihn gar nicht anquatschen. Schade. Ja, und da wurden wir auch schon gefilmt. Hervorragend. Könnte ich. Das dürften die nicht mitbekommen. So, wo befindet sich die gute Frau? Wahrscheinlich irgendwo, ja, in der Nähe von Kunstgegenständen, würde ich vermuten. That is Miranda Jameson, art price fixer, thief, and responsible for at least 3 artist suicides. Good. You're preparing the space for my painting. Your painting, Mrs. Jameson? Isn't this where the scream is hanging? What, that old rag? Absolutely not. Oh, I must have been misinformed. I'm presenting a small present to Mr. Nathaniel here. We've been staring at the scream for decades. Something fresh, don't you think? If you say so. Cornelia, you made it. Zoe! I've been looking for you. Or should I say, Madam Chairwoman? Von da hinten kam sie. Ja, da kann man doch bestimmt irgendwas. Mit dem Kronleuchter machen. Oh, Blake, darling. No need to stand around here sulking. I'm certain they'll be done with the final cleanup of the Cloud Serpent necklace soon. I've done the appraisal already. It's absolutely exquisite. I know, a find of a lifetime.
I just want to make sure it makes it all the way to the case. You know how badly Sophia wants it. Well, perhaps I can distract you with something soon. I've got a little present for you being wrapped up as we speak. A present? For me? What are you up to, Miranda? Nothing at all, darling. Just making friends happy, expanding my social circles a little. Aha, so that's the plan. All right, Miranda. Impress me then. I will, Blake. I will. Sir, good evening. Hi. So, vielleicht können wir das ja nochmal unauffällig machen. Vielleicht kommt dann jemand anderes vorbei. Mal schauen. Das ist ihr persönlicher Bodyguard, ne? Ich habe zwar keine Ahnung, wo sie hingerannt ist. So, damit kommen wir doch schon mal ein bisschen weiter. So, da drin war sie, okay. Oh, hi. Hi. Wir brauchen ja auch noch das Notizbuch, habe ich gehört. Oh, er durchschaut uns. Don't worry, Mr. Jameson. I'm being very careful with the police, which is why it's taking a little longer than usual. That's good to hear. Keep it up. Let's have a look here. Four previous owners. No, no, that won't do at all. Ist das ja ihr Notizbuch? I should talk to the Al-Ghazali family about this. Ja, das ist ihr Notizbuch. You will let me know if you happen to see Randall Price around, yes? Like I told you before, Mrs. Jameson, I'll let you know. We're not expecting Mr. Price to arrive until tomorrow. I will let you know once he's here. Okay, wir wissen also, wo das Buch ist. Wir dürfen uns da von der Patrouille nicht erwischen lassen. Wir werden auch da in die Richtung laufen. Ja, genau. Und wir müssen irgendwie noch die Kameras ausschalten. Ach, jetzt weiß ich auch, warum sie dort steht. You wanted to get in touch. Did he? Well, that was rather unexpected. What did the Italian authorities say? No, don't worry about me. Randall Price at 2. Much of a weakling to actually do anything about. I asked him kindly. What was that? Ach nein, du, das sollst doch nicht dahin gehen. Ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? What the hell is going on here? Okay, also sie lässt sich schon mal super leicht ablenken. Wenn ich einen Schraubenschlüssel hätte, wäre das eine optimale Gelegenheit, für einen kleinen Unfall zu sorgen. Das wäre so unauffällig und ich müsste echt nicht viel dafür tun. Jetzt müsste ich nur wissen, wo man hier einen Schraubenschlüssel herbekommt. Ja, die Tür ist verschlossen. Moment.
Yes, it will look very good here. Very good. Okay, vielleicht können wir das beim nächsten Mal noch ein bisschen besser timen mit dem Wasserhahn. Oder eine Dose werfen oder so. Habe ich noch eine Dose? Habe ich die wieder aufgehoben? Ja. Okay, sie, jetzt haben wir sie eine Runde lang verfolgt, auf jeden Fall, denke ich. Do not disclose on the price tag if this goes out to a gallery. Set it to $500,000 for serious US requests. But if anyone from China expresses interest, it's $500,000. Good evening, sir. They'll always pay more. Hi. The work itself is rather bland. Thomas Cross never did have very good taste, but we should be able to get rid of it quite easily. If you think so, Mrs. Jameson. Never let other people's weakness drag you down. Yeah, you're right. Anyway, I didn't mean to ruin it. You did. I got a dinner out. Talk later. So, Schraubenschlüssel haben die hier drin auch nicht, ne? Nee. Da muss ich mal draußen gucken irgendwo, vielleicht. Good day to you, sir. Ja, danke, danke. Okay, hier ist eine Überwachungskamera. Looking good, man. Looking good. Dankeschön, dankeschön. Das ist ein Schraubendreher. Oh, ich weiß, wo einer ist. Wie komme ich da von hier aus am schnellsten? Oh, hier muss doch auch irgendwo einer sein, oder? Und hier drin hat es gepiepst. Ah, hier ist auch eine Überwachungskonsole. Interessant. Da ist ein Schraubendreher. Ich dachte, hier wäre auch irgendwo ein Schraubenschlüssel. Hier auf einem von diesen Schränken geparkt. Ah, scheinbar nicht. Okay. Hier ist heute niemand. Wo geht es denn hier oben eigentlich hin? Ist da irgendwas Interessantes? Eine Axt. Und noch eine Münze. Und außerdem gute Aussicht. Wow. Als Scharfschützenpunkt nicht schlecht. Nee, eine Axt brauche ich nicht. Was kommt denn da runter? Ach hier, das Ding. Auch eine feine Sache. Irgendwo wird hier schon noch eins sein. Such mal ein bisschen. Hier. Da haben wir einen Schraubenschlüssel. So, dann gehe ich einmal hoch in die Kapelle. Hoffe, dass ich nicht erwischt werde dabei, wie ich das Sicherheitssystem ausschalte. Und dann können wir da einfach einen kleinen Unfall vorbereiten. Und dann ist es tatsächlich der einfachste Kill der Welt. Vielleicht nicht, aber schon ziemlich easy. Da sind mir ein bisschen zu viele Leute drin.
Command, do you read me? Over. Someone's causing panic. I need you to keep your head down if you want to stay alive. Oh, okay. Area clear. So, Kugeleinschlag wurde bemerkt, nicht schlimm. So, ist das eine illegale Aktion? Ja. Sieht sie das? Vielleicht. Sort yourself out and find a bin, mate, please. Thank you. Mist. Vielleicht, wenn ich von hinter ihr werfe, da drüben hin irgendwie. Damn. Do me a favor and see what's up, would you? Fine. Ja, sie geht hin. You. Der Hubschrauber ist nicht hier, stelle ich fest. Das ist unser Ziel. Womit haue ich denn ab nachher? Renne ich runter bis zum Boot? We still have an agreement, right? You let me know the moment Randall Price arrives. Well, it's a little hard with all the masks, of course, but we're not expecting him until tomorrow. Rest assured, I will keep you informed, Mrs. Jameson. So, und dann brauche ich vielleicht eine gute Deckung, wenn das abgeht. Ich verstecke mich mal hier hinter diesen Kisten. Da kann ich zur Not dann nach rechts abhauen. Eigentlich sollte ich jetzt mich verpissen, ne, damit ich so weit weg wie möglich bin, wenn hier alles losgeht. Aber ich will das sehen. Und ihr bestimmt auch. Könnte ich mir vorstellen. Find out what that was. Target eliminated. Nice. Well done, 47. The client should be pleased. Job done, 47. Head for an exit, and I'll wire the money as per usual. Ah, oh, nein, 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 nein. Ah, oh mein Gott. So, ich schaue mal kurz auf die Karte, wo die Ausgänge sich befinden. Hier hinten den Schacht im Lagerhaus könnte ich benutzen. Das könnte vielleicht wirklich relativ unauffällig sein. Vielleicht komme ich aber auch da so gar nicht rein. Darf ich da drin sein? Ich denke schon, ne? Ja. Okay. Unauffällig, unauffällig, ich bin unauffällig. Hier durchschaut mich niemand. Das ist eher ungewöhnlich. Okay. Das war nicht so schlimm, wie ich dachte. Wenn man sie da ein bisschen verfolgt, ne, dann kann man das tatsächlich sehr unauffällig machen. Und man braucht echt nichts mitbringen eigentlich dafür. Musste ich irgendwo eine Tür knacken? Nee. Also man braucht wirklich gar nichts dafür. Das ist eine feine Sache. Lautloser Killer. Unfallkill.
schauen wir mal in die Punkte. Lautloser Killer und die Gutachterin. Jo. Gut, also ja, man muss halt wirklich nur irgendwie da einen von diesen Elitewachen rausziehen. Am besten ihre Elitewache, weil ich nicht weiß, ob die da am Eingang der Gasse zurückbleibt, weil wenn sie da in Flammen aufgeht und die Wache geht mit in Flammen, das ist ein bisschen schwierig, aber man kann es mit dem Wasserhahn timen auf jeden Fall. Haben wir ja gesehen. Das funktioniert also im Prinzip genauso wie Zoe ist es, glaube ich, da unten zu töten. Das kann man ja auch da in der Gegend machen, indem man da erst ihre Wache wegzieht mit dem Wasser und dann, ja. Okay, das war schön, das war spaßig. Das war ein bisschen schwieriger tatsächlich als die anderen Elusive Targets hier zu Teil 2. Hat mir gefallen, hat mir Spaß gemacht. Das war echt cool. So, der Absolution, oh, mein Lieblingsanzug. Tatsächlich, maßgeschneiderter Anzug mit scharlachroter Krawatte und Krawattennadel in Form des ICA-Logos. Hemd mit Umschlagmanschette. Schönes Ding. Smoking-Maske und Handschuhe haben wir hier, weil wir ein schwer zu fassendes Ziel auf der Isle of Scale erledigt haben. Und was gibt's jetzt noch? Gibt's ein Outro diesmal? Nee, gibt's nicht. Okay, gut. Also, so kann das auf jeden Fall funktionieren, Jungs und Mädels. War nicht schwierig, war ein bisschen zum Knobeln auf jeden Fall. Man kann es bestimmt auch mit einem Kronleuchter machen oder so, ne? Wenn sie da halt reingeht, irgendwie um die Ecke schießen auf einen Kronleuchter oder sowas. Oder nochmal versuchen, sie da ins Bad zu locken, vor ein, zwei Leute mehr zu erledigen. Hier irgendwo was spritzen in einem unbemerkten Moment. Geht bestimmt alles, aber das ist aber echt der am einfachsten vorzubereitende Kill ever. Und damit war es das für heute auch, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.